Bei uns ist Anna von Treuenfels Spitzenkandidatin der FDP. Herzlich willkommen. Sie liegen gerade bei 5% in den Prognosen. Das ist deutlich weniger, als Sie sich vorgenommen hatten. Zweistellig wollten Sie werden. Woran lag's? Ja, zweistellig, das wussten wir schon seit einer oder zwei Wochen, dass das bestimmt nicht mehr klappt. Ich würde mal sagen, also es gibt zwei große Gründe. Das erste Mal war dieses Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Kandidaten, die Bürgermeister werden wollten. Da sind sehr viele natürlich zur SPD gegangen, um Grün zu verhindern. Das war schon mal eine echte Hypothek. Und die wirkliche Hypothek, die auch eine für Deutschland war, ist dann Thüringen gewesen. Denn als die Wahl zwischen den beiden so ein bisschen entschieden schien, da kam Thüringen und das war ein echter Vertrauensverlust der Bürger. Das konnte ich auch verstehen. Und da mussten wir aber hier sehr schnell Haltung zeigen. Das haben wir auch getan. Und ich hoffe, dass die Bürger diskutieren und dass wir jetzt einfach noch reinrutschen. Welche Schlüsse ziehen Sie denn aus dem, was in Thüringen passiert ist? Es gab ja auch Kritik daran, dass die FDP in Hamburg oft AfD-Anträgen zugestimmt hat, weil sie die inhaltlich in Ordnung fand. Da ging es um Sachen, die, wo man durchaus auch als Liberaler wahrscheinlich zustimmen kann. Es wurde trotzdem sehr kritisiert. Die anderen Parteien haben nie zugestimmt. War das falsch? Also da ist schon mal falsch, dass die anderen Parteien nie zugestimmt haben, weil gerade die Grünen, die ja sofort eine solche Statistik veröffentlicht haben, haben dann bei sich null eingetragen und bei uns ging der Balken dann so nach oben. Fakt ist aber, dass sie auf 5 interfraktionellen Anträgen mit der AfD waren. Das haben sie irgendwie, glaube ich, vergessen einzutragen. Plus wir haben ja auch einen Vizepräsident der AfD gewählt mit 61 Stimmen. Das können ja nicht wir gewesen sein. Waren also alle. Was will ich damit sagen? Ganz einfach, ich glaube, so Abbiegeassistenten von LKWs zuzustimmen, ist nicht AfD-Nähe. Das kann man so nicht sagen. Das haben die anderen Parteien auch vorher niemals gesagt. Ich glaube schon, dass es nach Thüringen plötzlich so sehr hochgekocht ist. Da hat man auch versucht, uns irgendwie in so eine rechte Ecke zu rücken. Und jeder weiß, dass wir da nicht sind. Aber trotzdem will ich auch sagen, dass man natürlich sagen muss, man muss schauen, wie man mit dieser AfD umgeht. Denn nach Thüringen spätestens hätte man sehen müssen oder muss man auch sehen, dass die das Parlament wie eine Posse begreifen. Ja? Dass es nicht um denen um Inhalte geht, sondern einfach darum, uns alle hier auszutricksen. Gerade uns Demokraten. Und ich glaube, da müssen wir schon alle mal sehr aufpassen. Es sind viele FDP-Plakate, glaube ich, zerstört worden. Es gab persönliche Anfeindungen. Wie haben Sie die letzten Wochen des Wahlkampfs erlebt nach dieser Thüringen-Geschichte? Also mir ist das nicht passiert. Ja, es gab viele zerstörte Plakate und unsere Wahlkampfhelfer, besonders die Jüngeren, haben, glaube ich, auch wirklich echt sehr, sehr schreckliche Sachen da erlebt. Mir persönlich ist das nicht passiert. Ich bin aber auch sofort auf die Straße gegangen, habe das Thema Thüringen immer sehr schnell angesprochen und habe auch ganz, ganz viele Bürger gesprochen, die gesagt haben, immer, was habt ihr da eigentlich gemacht? Aber im Gespräch dann auch, aber dass ihr jetzt so gebasht werdet hier, also wenn ihr auch Demos gegen uns organisiert, das habt ihr jetzt wirklich nicht verdient, weil wir liberal sind. Ja, wir sind liberal, das weiß hier auch jeder. Und dennoch ist es ein wirklich großer Fehler gewesen. Ich selber muss sagen, für mich war das eigentlich eine ziemliche Katastrophe. Erstmal, dass es überhaupt passiert ist, das hat mich meinen ganz liberalen Grundüberzeugung einfach wirklich sehr irritiert. Und plus hinterher auch, was dann sozusagen im Nachklang daraus gemacht wurde. Das war für mich als Demokratin, fand ich sehr schwierig, weil am Ende des Tages haben alle, die das so hochgepusht haben, dann auch ein bisschen das Geschäft der AfD betrieben, die wahrscheinlich sich gefreut hat, gesagt, läuft bei den Demokraten, die zerfleischen sich gerade. Ist Hamburg nicht aber auch ein Signal nach ganz Deutschland, das zeigt, wer sich mit der AfD irgendwie einlässt, zahlt dafür zumindest im Westen einen hohen Preis. Die CDU hat deutlich verloren, die FDP hat deutlich verloren, die AfD ist möglicherweise raus. Ist das nicht auch ein Signal, lasst euch mit der AfD gar nicht ein, in keiner Form? Also ich bin da, kann ich sagen, ich glaube, man muss das differenzieren. Ich glaube, es geht da definitiv nicht nur, ob man jetzt Anträgen zustimmt oder nicht, die ja mit dem AfD-Gedankengut, was ja völlig verwerflich ist, überhaupt nichts zu tun haben. Also wenn da unten jetzt eine Zigarettenkippe liegt und die AfD sagt, hebt diese Zigarettenkippe auf, dann würden sie ja auch nicht sagen, oh lala, das sagt die AfD. Sondern ich glaube, das muss man ein bisschen anders bewerten. Man muss einfach sehen, dass man die Wurzeln erkennt, warum die überhaupt so stark geworden sind. Die besetzen ja einfach lauter bürgerliche Positionen selbst und lachen sich kaputt, wenn wir sagen, oh, damit haben wir nichts zu tun. Ich glaube, wir müssen alle darüber nachdenken, wie wir die aus den Parlamenten irgendwie da so klein machen können. In Hamburg scheint es ja gerade zu gelingen. Und darüber muss man gleich ein bisschen tiefer nachdenken. Wie geht es weiter, falls die FDP nicht reinkommen sollte mit Ihnen selber? Was haben Sie dann vor? FDP als außerparlamentarische Opposition? Naja, da ist, wissen Sie, im Moment sind wir drin. Drin ist drin. Und daran denke ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich bin Zwangsoptimist. Ich glaube schon, dass wir reinkommen. Und darüber habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Aber Sie sind der Erste, dem ich sage hinterher. Gibt es irgendeine Option mitzuregieren oder ist die SPD klar auf die Grünen festgelegt? Was ist da Ihre Einschätzung? Ja, meine Einschätzung im Moment, das haben wir auch gerade gehört, dass Herr Tschentscher jetzt schon mal ein bisschen wieder anfängt zu spielen. Er redet natürlich auch mit der CDU und da geht es um das Hauptproblem zwischen den Grünen und der SPD, glaube ich jedenfalls, die Hafenquerspange. Das ist ja so das Ding, wo die sich überhaupt nicht einig sind oder eine autofreie Innenstadt. Da wird er wahrscheinlich schon schauen, ob er auch mit der CDU mal spricht und guckt, ob er was mit denen durchkriegt, dann die Preise hochtreibt. Das wird jetzt ein fröhliches Gesprächsrunde geben, glaube ich. Herzlichen Dank und erholen Sie sich gut vom Wahlkampf. Ja, tschüss. Danke.